Hallo und willkommen zu einem Beispiel zur Überprüfung linearer Modelle. Für die optimale Bratdauer einer Gans gibt Gruber in seinem Buch folgende Werte an. Wir sehen hier eine Tabelle, Masse der Gans in Kilogramm und Bratdauer in Minuten. Zeigen Sie mit Hilfe des Differenzenquotienten, dass zwischen Masse und Bratdauer kein exakter linearer Zusammenhang vorliegt. Zur Wiederholung noch einmal die Definition des Differenzenquotienten f von b minus f von a durch b minus a ist bei linearen Funktionen immer konstant, und zwar unabhängig von der Wahl des Intervalls. Wir müssen also überprüfen, ob das nun in diesem Fall ebenfalls gilt. Wir haben drei Werte, also können wir theoretisch drei verschiedene Differenzenquotienten hier bilden. Es reicht aber zur Überprüfung, wenn man tatsächlich ein unterschiedliches K findet, wenn man zwei Intervalle überprüft. Das heißt, sehen wir uns das erste Intervall an von 136 bis 104. In diesem Intervall liegt die Masse im Bereich von 3,0 bis 2,0 Kilogramm. Und als zweites Intervall könnte man sich zum Beispiel ansehen 159 minus 136 durch 3,8 minus 3,0. Der dritte mögliche Differenzenquotient braucht nicht weiter überprüft zu werden, denn wenn man sich diese beiden Werte hier ansieht, einfach eintippen in den Taschenrechner, so stellt man fest, man erhält ersten Differenzenquotienten 32 und der zweite Differenzenquotient ergibt 28,75. Diese beiden Werte sind nicht gleich. Also kann es sich nicht um einen exakten linearen Zusammenhang handeln.